Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir die Namek-Saga abgeschlossen, beziehungsweise die Freezer-Saga. Son Goku hat Freezer besiegt, so wie es sich gehört. Und ja, wir machen wieder etwas Pause von der Story, bevor wir in die nächste Saga gehen. Und zwar machen wir weiter mit Offline-Parallel-Quests. So, hier haben wir alles. Hier fehlt uns noch eine. Schlage Freezers Armee. Siege Freezers Untergebene. Was kriegen wir denn da alles? Son Gokus Perücke. Okay, cool. Ja, wir wollen außerdem ein bisschen Geld, damit wir uns eine neue Rüstung und so holen sollen. Können. Und deswegen, ja. Tun wir mal ein bisschen, ja, grinden, sag ich mal. So, besiege Freezers Armee. Ach, jetzt haben wir auch Freezer. Das ist ein eigener Slot, okay. Ja, Freezers Armee, die haben wir mit denen er besiegt. So, wir, die sind jetzt schon von Anfang an dabei. So, ihr wisst ja, wie ich diese Mission gehasst habe in der Story. Ich hoffe wirklich, die wird nicht so nervtötend. Hier steht da gleich besiege 50 Soldaten. Schlage Freezers Armee. Siege Freezers Untergebene. So, hier muss ich aber nicht babysitten, oder? Da kommt her. Natürlich haltet ihr wieder voll viel aus. Da. Oh, ich habe jetzt eine vierte Leiste. Lass mich mal ganz kurz. Das ist meiner. Verdammt. Das ist meiner. Ich glaube, der war meiner. Weiß ich nicht. Oh, okay, schon erledigt. Was? Oh, was? Neuer Feind. Oh, Apulle. Das bezweifle ich stark. Mein Gott, haut doch nicht ab von mir. Meine Güte, wenn die Musik immer weg ist, ne? Denke ich immer, die Action ist ja vorbei. Unter Wasserkampf. Wow. Ich hasse das so sehr, wenn ihr meinen Kamehameha unterbricht, ne? Ich würde so kotzen. Bams. Habe ich denn gerade aus der Karte rausgekickt? So. Okay, ich kann doch irgendwie sowas machen. Okay, kommt hier noch jemand? Wo sind denn hier mal welche? Doch, bitte. Ja, merkt man das, wie groß die Level hier sind, ne? Weil ich hier die nicht auf den ersten Blick sehe. Pisst euch. Ernsthaft, da stehen drei vor mir und ich treffe keinen einzigen. Ja, einen von euch werde ich ja wohl treffen. Monroe. Okay. Aua. Warte, der ist noch nicht mal zu mir umgedreht. Willst du mich eigentlich verarschen? Son Gohan, Krillin, wo seid ihr alle? Sonst machen die immer auf Screen hier anscheinend jemanden fertig. Jetzt, wo ich euch mal brauche, haut ihr ab. Au! Ich hasse das so sehr, ne? Unaufklaren, sie hat schon voll viel ab. Es kommt und hilft mir hier, verdammt. Und zum Teufel. Geht doch mal auf jemand anderen los hier. Geht doch noch andere.
Den habe ich erstmal aus dem Leben gekickt anscheinend. Jawohl. Na, oh, jetzt du. Weg mit dich. Das muss ich wieder auf die Verzögerung warten, habe ich so ein Gefühl. Oder kämpft er wieder gegen irgendjemanden? Hallo? Son Gohan, wo ist Son Gohan? Kämpft er gegen irgendjemanden? Wie das Orbiter? Gehen wir da an. Bin schon richtig sein da. Ich blicke manchmal echt nicht durch, weil ich machen muss. Aber ist auch egal. Ach, hier sind wir wieder. Raspberry. Boah, meine Nase juckt so unglaublich jetzt. Wie kannst du es wagen? Frustat. Ich dachte, ich hier von so einem Gefolgsleut hier kaputt hauen. Also er meinte, er könnte hier irgendwas reißen. Wie macht er das immer? So. So. Will noch jemand? Oh, das war's. Ich muss gar nicht einen Scout haben. Oh Mann. Alter, wie lang? Ich wollte schon sagen, wie lange muss ich denn hier fliegen? Du sollst auch nicht springen, du Idiot. So, komm her. Zack. Hau dich einfach so kaputt. Oh, sehr schön gewonnen. Oder auch nicht. Ja, wer ist hier? Bams. Wer ist denn noch hier? Okay, die Level anscheinend mit mir mit. Okay, Namek. Stimmt da. Nehme ich an. Hallo? Ja, hier, oder? Nein, das wollte ich nicht drücken. Nein, du bist Son Goku, der den Körper von Ginyu. Ginyu, der den Körper von Son Goku hat. Nicht bewegen. Du bist keiner, der sich im letzten Moment bewegt. Er musste sich ja im letzten Moment bewegen. Was ist das? Bleibst du mal hier? Oh Gott. Warte. Ich krieg aber auch noch klein. Falscher Knopf. Ja, die machen jetzt natürlich alle meine Kollegen hier fertig. Mein Gott. Ja, jetzt hau da ab, ne? Oh mein Gott, ich hasse das so sehr manchmal. Ah, ist gut.
Ich will Bata anvisieren. Ich kann den gar nicht anvisieren. Boah, könnt ihr mich mal... So, irgendeinen werde ich aber treffen jetzt. Sehr gut. So, ich habe ja noch meine Wiederbelebung einmal. Aua. Alter. Ich möchte mal nicht so fassen, wie... Ah, wieso drücke ich immer hier drauf? Was ist das? So. Komm mal her. Boah, wie das gar nichts abzieht, ne? Ja. Bemerkt. Hier geblieben. Wie oft können wir das überhaupt noch machen? Was ist das? Ich kriege mir ja sowas von der Down. Sehr gut gemacht. Hab ich ja zurückgeschlagen und dann direkt ins Kamehameha rein. Sehr gut. Wie kannst du es wagen, deinen Sohn zu verprügeln? Auf damit, Son Goku. So. Weg ist er. Schön. Oder Thema ist geschafft. So, Son Goku's Brücke, jawohl. Ultimativer Angriff, blauer Hurricane, super Angriff, Holzsteinschock. Okay. Ah, damit hätten wir, glaube ich, jetzt auch alle im... Also alle 2-Sterne-Missionen. Das ist auch schon mal gut. Ah, schön. Bin sie stolz auf mich, Donald? Warum siehst du nicht aus wie eine Ente? Ha. 10 Minuten schaffen. Jo. Piraten Son Goku's Brücke lässt mich aussehen wie Son Goku. Hm, Rekum Schredderblitz. Schon wieder gegen die Ginyo Force her. Besiege die Mitglieder des Ginyo Sonderkommandos. Ja, mach mal das. Mit Son Goku. Nicht Son Goku Ginyu. Obwohl, ist eigentlich nicht egal. Da werden wir auch noch schaffen. Für die eine haben wir jetzt 14 Minuten gebraucht. Also solange nur die 5 kommen, statt wieder so 20.000 Gegner. Weil die werden wahrscheinlich jetzt schwieriger sein, ne? Alter Kampf, Ginyu-Kommando, Ginyu-Kommando. Hoffentlich kommen die alle nacheinander. Oh, hi, Tenshinhan. Was machst du denn hier? Aber ich gebe dir meinen Key hier. Okay. Danke, hat nichts gemacht. So. Danke für das Key. Was? Ich hätte mich aufladen sollen. Ja, Butter und Cheese. Ich finde das so geil. Ja,
Leuchtet so eigentlich die ganze Zeit überhaupt? Wieso hat mich Cheese abgeschossen? Was macht ihr beiden eigentlich? Oh Mann. Also man könnte meinen, die machen gar nichts hier. Oh Mann, echt? Will eigentlich nicht immer den Angriff einsetzen. Wir passen doch voll zusammen. Hier Son Goku hier in rötlicher Farbe, ich in grün, Vegeta in blau. Passt doch voll. Die sind doch besser hier koordiniert als die Ginyu Force. Er macht Son Goku fertig, ey. Aber ich spinne. Ja, das schafft man nicht. Bin schon wieder übel stark hier. War echt schon wieder. Ich dachte, wenn man während seiner Ultimate kann man nicht angegriffen werden, aber anscheinend schon. Ja, da kommt ja immer so ein Cut-In von dem Bild, eigentlich, wenn die ihn machen. Ja, irgendwie doch nicht. So, kannst du uns nochmal heilen? Nö. Ernsthaft, ja, können ja nicht mal irgendwie so Heilkapseln oder so liegen. Materialobjekt, ey. Wahrscheinlich muss ich gleich gegen alle auf einmal kämpfen wieder. Kann mir nicht vorstellen, dass hier so einfach bleibt. Das heißt ja einfach. So, Guldo, komm her. Lass mich verarschen. Boah, der macht das schon wieder. Hat er beim letzten Mal auch immer gemacht. Mich immer eingefroren. Das satt. Verdammt. Der Angriff ist eigentlich auch stark, ne? Piccolo. Boah, du blöder Pisser. Jedes einzelne Mal. Oh, ne. Aua, ey, ich bin eingefroren, Hilfe! Rikuma hat sich gar nicht eingemischt im Kampf. Hilfe! Boah. Hat er gerade Vegeta-chan gesagt? Alter, der postet mich einfach weg. Mache ich ja eigentlich. Das war's. Boah, hat schon eine Reichweite. Alter, was soll das? Ich greife den an doch. Der ist den scheißegal. Jawohl. Irgendwie haben wir das noch geschafft. Ich muss mich heilen. Konoginyu da! Nein, nicht der Dreck schon wieder. Ey! Nein, nicht Son Goku kaputt hauen. Muss Son Goku überleben? Nee, ne. Ich hoffe ja nicht.
Was? Den wollte ich nicht, aber egal. Boah, der Angriff war auch schon mal besser, ne? Los, mach den mal fertig. Son Goku, geh nicht zu nah ran. Dazu habe ich das nicht eingesetzt. So, jetzt lass dich treffen. Sehr schön. So, war es das? Ja, war es. Sehr schön. Oh, da war heftig. Obwohl eigentlich nicht so. Level up. Ah, super Angriff. Crusher Ball. Okay. Der besser jetzt als mein Wochenende, weiß ich nicht. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? Ich brauche so bestimmt 60.000 oder so, um mir hier neue Klamotten zu holen. Oh, verdammt. Okay, Fähigkeiten, Attribute meine ich. So. Gut. Haben wir auch geschafft. Dann weiß ich nicht. Piccolo, kann ich bei dir was machen? Du bist erstmal stärker geworden. Ich kann es in deinen Augen sehen. Hast du die böse Spannung gemeistert, die ich dir gezeigt habe? Du kannst sie weit von weit weg aufladen, aber dann musst du auch treffen. So, als würdest du aufladen, damit sich der Gegner angreift. Ich übe mit dir, um zu sehen, wie gut du die böse Sprengung kannst. Ein Sieg allein ist nicht klug. Beende es mit böser Sprengung. Mach's gut und bring dir eine neue Fähigkeit bei. Ja, klar. Hab ich auch Zeit. Boom! Böse Sprengung. Super Explosionswelle, okay. Müssen wir ja noch reinschaffen. Ja, dann mache ich erstmal von Piccolo alle Klamotten, ne? Oder wenn ich wieder in Meister wechsle, dann muss ich wieder von neu anfangen, glaube ich. Kämpfe in der Luft. Bin ich ein besserer Schüler als Son Gohan? Aber in 5 Minuten auch noch. Ah! Also, Luftkampf hat er auch schon was. Will eigentlich nicht immer den Angriff machen. Au! Satt, Mann. Den Angriff muss ich am Ende spammen, wie blöd. Sehr gut. Sieht voll geil aus. Wo wir eigentlich nur in der Luft sind. Falscher, ich habe ja Deigen. So, mit böser Sprengung beenden, ne? Verdammt. Aufladen kann ich den aber nicht. Mann, jetzt kommt der komplizierte Teil anscheinend. So, noch einmal. Komm her. Ich hab gesagt, komm her. Oh mein Gott, jetzt echt, ne? Sehr gut. Ah. Ja, schön. Es sogar. Mit Sternchen. Fähigkeit, super Explosionswelle. Sie sagen mir, dass das, was ich jetzt habe, als Abwehr-Move, nur stärker. Okay, das war gar nicht schlecht.
was die böse Sprünge endlich gemeistert, aber nicht übermütig werden, das gehört noch zu den Grundlagen. Die Super-Explosionsfeuer stört feindliche Bewegungen und verhindert Angriffe. Nutzt sie mehrere Mal im Kampf, damit die Fähigkeit dir gehört. Über an dir, um stärker zu werden, und ich zeige dir einen neuen Move. Ich warte immer ihr. Sollte dir eine neue Lektion beibringen. Du kannst unsere Vergangenheit. Du sollst wissen, wie die Dragon Balls unser Schicksal schon oft verändert haben. Kämpfen wird nicht nur durch Stärke entschieden. Objekte spielen auch eine Rolle. Bringen wir als nächstes Training eine Gruppenenergie S. Ich sage nicht, wo es das gibt, aber so viel. Nutze die Mischmaschine. Jetzt los. Okay. Explosionswelle, super Explosionswelle. Ja, ich hoffe, das ist gut. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.